Ich meine, überleg mal. Toll. Jetzt kommt gerade wieder der Schnittpunkt. Ich bin über eine halbe Stunde. Hallo und wieder in meinem Video. Ich habe keinen Schnittpunkt gesetzt, deswegen kommen leider, wie ihr jetzt seht, zwei Schnittpunkte. Wollte ich nicht. Ich konnte nicht wissen, dass ich länger als eine halbe Stunde hier rumsitze. Ist ja nur Windows XP. Und ich glaube, das ist schon echt nervig. Ich meine, abgeschlossen 39 Minuten waren sich. Nee, nicht realistisch. Der brauchte jetzt keine 40 Minuten mehr. Das geht gleich. Ding, 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 ding. Schneller runter. Weil das meint man nämlich in diesem Bildschirm erst. Erst kommt da so ein. Oh, ich brauche noch 2 Stunden. Und auf einmal so eine halbe Stunde. Hä, fertig? Das ist hier in etwa auch. Ne? Das sieht zwar im ersten Moment für 39 Minuten aus. Ich gucke drauf. Dann wären es knapp 79 Minuten Sendezeit bei mir. Aber das sind es nicht. Der wird gleich schneller machen. Und dann werden wir quasi schon Windows XP auf der Speicherkarte installiert haben. Und ihr seht, den Computer interessiert das gar nicht, ob da eine Speicherkarte ist oder ob das ein Adapter wäre für. Was weiß ich, USB oder sonst irgendwas und was nicht noch alles an Adaptern gibt, weil es gibt verdammt viele Adapter. Da kann man sich richtig tot kaufen, würde ich mal sagen. Und aber da sieht man auch, sage ich mal, wie einfach das heute ist, sage ich mal, selbst auf so kleinen Medien irgendwo große Daten zu speichern, was es natürlich damals unmöglich war. Damals gab es große Hardware mit wenig Speicher. Heute gibt es kleine Hardware mit Riesenspeicher. Also genau die verkehrte Welt quasi. So, Geräteinstallation geht meistens ein bisschen schneller. Daher, da steht zum unterstützt eine große Anzahl von Programmen sowie neueste Hardware anschließend. Da wird X9 für optionalen Multimedia Support. Auch da in der Hinsicht Grafiken, alles war schon ein ganz anderer Schritt. Ach, verdammt, Bildschirm gerade weg. Da stand noch was von der ZIP-CD. Oder auch den ZIP-Laufwerken, das sind an sich auch andere Datenträger. Ich habe noch eins im Keller liegen, muss ich nur finden und rauskramen. Da habe ich einmal noch ein ZIP-CD auf dem Speicher, das weiß ich noch. Ein CD-Laufwerk, was an sich nichts anderes als ein lilafarbenes i-Omega-Gehäuse war, wo einen CD-ROM-Brenner drin steckte. War es Brenner oder nur CD-ROM? Weiß ich gerade gar nicht, müsste ich nachgucken. Und das andere, was ich noch habe, wie gesagt, ist die ZIP-Diskette. Die hatte einmal die 100-Megabyte-Variante und die 250, glaube ich. Es gab die 100-Megabyte und ich meine die 250-Megabyte-Variante. Ich hatte oder habe die 100-Megabyte-Variante, die habe ich noch. Da habe ich mir damals auch den Aufwand gemacht, Windows 95 auf drei ZIP-Disketten zu ziehen. Das hat, funktioniert heute auch immer noch wunderbar, vor allem über den, welcher war, ich glaube, den breiten seriellen Anschluss. Es gibt ja auch viele, den Geräte, sage ich mal, die haben den noch vor den schmaleren und dann könnt ihr da auch wieder ein bisschen rumfummeln quasi. So, bum bum bum. Ich will nicht hoffen, dass die Speicherkarte auf meinem Handy gleich auch noch voll ist, weil dann kriege ich das Video nicht zu Ende und der, ich denke, weil der hier einfach nicht hinne macht. Ja. Daher war ja an sich ein schönes System, läuft heute auch immer noch gut. Heute natürlich mit den Einschränkungen, dass der Internet Explorer heute nicht mehr so ohne weiteres zu benutzen ist. Da müsst ihr leider auch schon bei XP dank keinen vorhandenen Updates mehr auf Google Chrome, Firefox, was gab es denn noch alles? Oder auf jeden Fall auf einen anderen Internet Explorer gehen, den müsst ihr euch runterladen. Haha. Wenn ihr keine Internetverbindung habt, ich weiß. Sprich, aus einem USB-Stick, externen Gerät, CD, was ihr habt, halt ab an den Rechner und rüberladen. Bum, bum, bum. Weil das ist natürlich das Schöne. Ihr habt heute Windows XP, ihr wollt anfangen, ihr wollt einfach nur ins Internet, um die alten Rechner, sag ich mal, dafür noch zu nutzen. Es funktioniert aber nur über Umwege. Also ihr könnt heute mit dem Windows XP-Rechner nicht mehr eben ins Internet, weil. Dank der neuen Vorschriften von allem, Datenschutz, dies und jenige Klauseln und was es nicht alles gibt, ist es soweit gekommen, ne? Support wird ja auch nicht mehr gestellt zu Windows XP, dass ihr leider da halt auf einen Drittanbieter
umschwenken müsst. Und das nun mal so ist. Bum, 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 drehen Sie Ihre eigenen Filme. Windows Movie Maker ist es kinderleicht, selbst Filme zu drehen, die Sie Ihren Freunden und Bekannten zeigen und mit denen Sie Ihre Erinnerungen festhalten können. Okay. Ist wirklich ein super Programm. Kann ich euch gleich vielleicht mal eben zeigen, je nachdem, wie lange der hier noch braucht. Wo wirklich eigentlich jeder wirklich kinderleicht Sachen reinziehen konnte. Wobei das heute natürlich alles wieder ein bisschen schwieriger ist. Ich habe noch einen anderen Rechner, wo ich das, wie gesagt, der auch die GT 8800 drin hat, wo ich auch Duke Nukem spielen könnte im Moment. Und da habe ich zum Beispiel auch einige Videos drauf, die ich auch für YouTube bearbeiten wollte. Und selbst das war gar nicht so einfach. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe gar keine Maus dran. Das heißt, ich muss das hier mitmachen. Deutschland, Deutschland ist schon mal gut. Fällt mir jetzt gerade ein. Gehen schon verstanden. Bla bla bla. Ich habe immer privat genommen. Oder könnte man ja machen. Produktschlüssel eben raussuchen. Ah, super, da mache ich mal eben Pause. So, wie ihr seht, ich habe den Produktschlüssel eingegeben und bin im nächsten Menü. So. Weiter. So, stimmt alles noch weiter? Das sind dann so Kleinigkeiten. Ich habe vorhin, wie ihr in dem anderen Video gesehen habt, an sich nur die Tastatur gebraucht für DOS, deswegen habe ich gar nicht mehr die Computermaus im Kopf gehabt. Sprich, ich müsste jetzt theoretisch eine holen, aber auch Windows XP macht es möglich, dass man es dennoch, sag ich mal, für den Anfang auch mit einer Tastatur zumindest bedienen konnte. So, es sind 40 Minuten um. Ich wusste gar nicht, dass Windows XP so lange dauert. Meistens mache ich dann ja auch andere Sachen. Ich lasse den einfach durchlaufen bis immer zu den Punkten, wo der halt die Abfragen macht, wenn ich so etwas mache. Daher kriegt man das so gar nicht wirklich mit. Und wenn man jetzt, wie ich hier zum Beispiel, einfach nur davor sitzt, ist es natürlich auch was ganz anderes. Ne? Schön ist natürlich, ihr könnt vorspulen, wenn ihr wollt. Macht eben hier, komm, macht eben auf 100%. Ganz einfach. Dann braucht ihr nicht mein Gerede hören, dann macht einfach weg. So, wui, da bin ich. Ne? Anfang, Ende, Feierabend. Mein Gott, wofür denn der ganze Inhalt zwischendurch? Ist doch uninteressant. Bleiben Sie in Kontakt. Mit Windows XP stellt Ihr Computer ein vollständiges und benutzerfreundliches Kommunikationszentrum dar, damit Sie mit Kunden und Kollegen in Kontakt bleiben. Windows XP Professional enthält neue Echtzeitkommunikationsmedien, damit Sie mit anderen Teilnehmern über Instant Messaging kommunizieren und Videos austauschen können. Sie können auch Dateien und Programme gemeinsam verwenden und auf diese Weise zusammenarbeiten. So erledigen Sie Ihre Aufgaben und bleiben in Verbindung. Verbindung bleiben, genau. Was damals XP-mäßig auch sehr stark im Trend war, heute hört man da an sich gar nichts mehr von oder nicht mehr viel. Kennt ihr noch dieses Bippen? Bippen von ICQ. Kennt ihr das noch? ICQ, der Messenger, der damals so auch um die halbe Welt zumindest gefühlt ging, war an sich auch ein super Programm. War Echtzeit, ne? Im Endeffekt genauso wie heute WhatsApp. Ihr hattet ein Programm, ihr konntet euch Nachrichten schreiben, Bilder gingen noch nicht, aber Emojis waren drin. Bilder? Nee, nur. Aber ihr konntet Videotelefonie zum Beispiel nutzen. War an sich auch sehr cool. Ne? Aber ist irgendwann so richtig abgeklungen. Ich meine, heute gibt es FaceTime und was weiß ich nicht noch alles, womit man arbeiten kann. Ne? Genug Möglichkeiten. Es gibt Videotelefonie, da hat man damals auch nicht dran gedacht. Videotelefonie, ich meine, überlegt mal, ihr nehmt euch ein Handy und guckt euch in die Augen. Hallo? Damals Sci-Fi-Geschichte und heute voll da. Wir sind einfach in diesem Zeitalter. Auch wenn man das gar nicht so merkt. Standardeinstellungen machen wir für die Internet. Sind wir nicht im ja, genau, Domain brauche ich nicht. So, bum, 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 bum. So, Daten werden kopiert. Mein Bein schläft langsam ein. Ah. Der Ladebalken füllt sich wieder ein wenig schneller und schneller
Und schneller. Das System natürlich nicht. Ups. Na, hat ja lang gedauert. Ah, ich fütter mal eben meine Maus. Moment. Ja, hier hast du. Oh, Maus füttern, ne? Ja, ist eine Computermaus, ich weiß. Muss ja nicht immer langweilig sein, oder? Ich kann mich auch hier hinsetzen und nichts sagen. Aber das macht keinen Spaß. Auch mir nicht. Bum, bum, bum. Was gibt es noch? Ich zeige euch mal schon etwas, was ich mir demnächst noch vorgenommen habe. Ich habe wieder mal noch eBay erforscht. Ich habe mir ein altes Medion MD95000 gekauft mit Windows Mobile. Es ist ein wirklicher Pocket PC. Gut, seht ihr mich? Hallo, ja, da bin ich. Gut, das bin ich. Hallo, seht ihr mich? Also, wie gesagt, diesen Pocket PC habe ich mir gekauft. Er startet auch schon, das weiß ich. Ich habe ihn zumindest nur schon mal kurz an den Strom gehabt, wo ich mir extra zu da. Nur zur Info, ich hatte kein normales Stromkabel, ich hatte nur. Komm her. Ihr kennt alle das hier. Ein Zigarettenanzünder. Und das ist das Ladekabel von dem Gerät. Das heißt, ich habe mir den im Auto aufgeladen und konnte im Auto auch mal eben gucken, ob der wirklich angeht. Hat funktioniert direkt bis zur Kalibrierung des Displays. Also er funktioniert. Aber für zu Hause, ihr werdet es kaum glauben, aber sowas gibt es. Netzstecker. Zigarettenanzünder. Das heißt, Steckerbuchse und ich kann ihn wieder an den ganz normalen Hausstrom anschließen. So, genau. Wie gesagt, der kommt demnächst so ins Spiel. Da wird auf jeden Fall, ich habe es schon mal bei einem alten HP Pocket PC gemacht. Ne? Wie gesagt, das ist ja einer von Medion. Ich habe schon mal einen alten HP Pocket PC gehabt. Da war es an sich recht einfach. Habe mir da Scum draufgeladen. Scum ist die Datei, die dafür sorgt, dass man alte Spiele wie Monkey Island zum Beispiel oder Maniac Mansion da drauf spielen kann, indem man sich die in eine Bibliothek lädt, die Originaldateien, und Scum sorgt im Endeffekt dafür, durch das Importieren der Datei, dass man das auf einem Windows-PC zum Beispiel heute noch spielen kann. Das ist also an sich ein Programm, um andere Programme ans Laufen zu bringen. So, ist aber eine andere Welt. Halt ein anderer Moment, den ich dann da festhalten werde. So, 46 Minuten sind um. Bum, 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 24 soll es noch dauern. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Windows Update bietet Ihnen wichtige Software-Updates und Hardware-Support-Dateien für Windows XP. Mithilfe des Setup-Programms können Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Software für eine schnelle und erfolgreiche Installation von Windows zur Hand haben. Für unsere Firmenkunden wurde das Tool für die Systemvorbereitung sowie die unbeaufsichtigte Installation erheblich verbessert. Genau, unbeaufsichtigte Installation. Windows XP gab damals auch die Möglichkeiten über sogenannte, wie war das wieder, Remote Desktop hieß das, glaube ich. Auf jeden Fall konntet ihr auch da einstellen, dass zum Beispiel euer Freund, der zu Hause saß, mit dem Internet verbunden war, genauso ihr, übers Internet quasi auf euren Rechner zugreifen konnte und den bearbeiten konnte, wenn ihr das denn zugelassen habt. Das war einer der, sage ich mal, damals größten Sicherheitsprobleme auch mit Microsoft, nicht mit Microsoft, mit Windows XP, wo natürlich schnell Updates herhalten mussten, weil sich da Hacker natürlich einerseits schnell dran breit gemacht haben. Ah, da seht ihr wieder das, wie vorhin, Professor Blah, da steht es wieder, wenn Sie eine Diskette, ZIP-Diskette, CD oder eine Speicherkarte Ihrer digitalen Kamera anlegen, erkennt Windows XP den Inhalt, wie zum Beispiel Bilder, Musik, Video, und startet das entsprechende Programm automatisch. Und unterstützt auch DVD-Rahmentreiber. Ja, alles kleine Feinheiten,
wo Windows natürlich, sag ich mal, auch gelernt hat, also Microsoft, Windows ja nicht, Microsoft. Windows lernt ja nicht, Windows ist doof. Quasi, obwohl man heute sagen kann, ja, auch Windows lernt schon, bei den ganzen Programmen, die es heute gibt. Ne? Lernt viel über die eigene Person, die vor dem Rechner sitzt zum Beispiel, was er gerne macht, wie er es gerne macht, wo er gerne surft und alles. Ne? Dafür gibt es auch heute den ganzen Datenschutz. Sämtliche Erklärungen, die man durchlesen muss und akzeptieren muss, damit man überhaupt so etwas benutzen kann, wo wahrscheinlich knapp ein Drittel der ganzen Welt sagt, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Richtig? Habe ich. Ich habe auch davon die Endnutzer Vereinbarung gelesen. Ihr doch auch, oder? Also zumindest anhand des Bildes. So, Startmenüeinträge werden installiert, das ist gut. Ich wollte gar nicht so lange das Video machen. Was fing? Eine Kulispitze. Oh, verdammt. Wo kam die her? Wer hat sie geführt? Das war ich. Bum, 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 bum. Nein, es ist noch kein Weihnachten. So, das hatten wir auch schon. Ah, ne. Entdecken Sie Ihre Kreativität. Windows XP bietet ganz neue Möglichkeiten, Freunden und Verwandten Ihre Fotos und Videos vorzuführen. Mit Windows XP können Sie mühelos Bilder von Ihrer digitalen Kamera in den Ordner eigene Bilder übertragen. Das war sogar gar nicht so allzu schwer. Ich habe noch eine alte DV-Kamera. Entschuldigung, das war ich. Das heißt, eine kleine Kamera, wo kleine Tonbandgeräte reinkamen. Die waren ungefähr so groß. Und waren kleine Minikassetten, ne? Also ganz normal auf Magnetbasis. Darauf wurde aufgenommen, war zu der damaligen Zeit nicht verkehrt. Hatte Nachtsichtaufnahme zum Beispiel. Waren sich für die damalige Zeit super top Ding. Auch 16,7 Millionen Farben. Allerdings noch kein HD, so wie es heute gibt. Und die brauchte ich echt nur anschließen. Dann konnte ich mit dem Movie Maker, wie er da vorhin stand, die wirklich importieren die Sachen. Der hat dann auf meine Kamera drauf zugegriffen, dann konnte ich das 1 zu 1 entweder direkt aufnehmen oder als Datei rüberziehen. War schon sehr gut. Aber wie gesagt, heute ist das Ganze wieder etwas anders. Heute gibt es ein paar mehr Formate, die man, sage ich mal, vor allem auch für YouTube braucht oder was heißt braucht, aber die es gibt. Und natürlich 10.000 Varianten, welche Qualität, welches Bildformat, welcher Ton. Das kann man heute so vielfältig einstellen natürlich, wo man sich damals noch so gar nicht den Kopf drüber gemacht hat. Ich meine, heute ist, sage ich mal, in der heutigen Zeit ist so ein bisschen die Soundeinstellung verschwunden. Ne? Heute kauft man, ja, sage ich mal, keine gute Soundkarte mehr. Wofür? Es ist eine drin, die reicht und der Rest ist die Hardware. Deswegen gibt es ja auch jetzt, sage ich mal, die Möglichkeiten, über diesen kleinen Klinkenanschlüsse halt die ganzen Geräte anzuschließen. Ne? Aber alle diejenigen, die irgendwo, sage ich mal, so im Home-Theater gehen möchten, möchten natürlich die dicken Cinch-Ausgänge haben am besten, genauso wie Eingänge, um da vernünftig mitarbeiten zu können. Und dann muss man sich, sage ich mal, doch für 200 € noch eine gute Soundkarte kaufen. Die auch immer weniger werden, ganz ehrlich. Der Balken nähert sich dem Ende. Ich glaube, danach war Schluss nach den Startmenüeinträgen. Ich weiß es aber nicht mehr. Verwenden Sie Windows XP für Ihr Notebook. Mit Windows XP ist es einfach und sicher, auf ein drahtloses Netzwerk zuzugreifen, so dass Sie arbeiten können, wo immer und wann immer Sie möchten. Außerdem erfolgt die Konfiguration eines drahtlosen Netzwerkes unter Windows XP automatisch und reibungslos. Bleiben Sie in Kontakt. Das hatten wir schon. Der Balken ist grün. Alles wird still. Das CD-ROM schweigt gerade ein bisschen. Komponenten werden registriert. Ich weiß, wann ich in der Registrierungsdatei war, wahrscheinlich. Ja. Wenn er so weitermacht, habe ich echt zwei Schnittpunkte, dann werden es drei Videos.
Super. Wir hoffen, er schafft das hier in 7 Minuten. Auch wenn er 18 steht. Was gibt's denn noch? Mein Bein schläft immer noch ein. Oh, ich glaube, ich kriege langsam Hämorrhoiden. Nein, Quatsch. Mein Kaffee wartet. Ich möchte meinen Kaffee. Der soll hinne machen. Können natürlich auch einen Schnittpunkt machen, aber dann wäre es nicht realistisch. Höchste Ansprüche an Sicherheit und Datenschutz. Basierend auf der Sicherheit von Windows XP 2000, von Windows 2000 bietet Windows XP Professional die neuesten Technologien, um zum Schutz ihrer Daten vor nicht autorisierten Zugriff beizutragen. Der Windows Firewall trägt zum Schutz des Computers vor Eindringlingsversuchen bei, während sie online sind. Zusätzlich tragen integrierte Richtlinien zum Schutz des Computers vor bestimmten E-Mail-Virustypen bei. Wenn Sie Ihre Daten verschlüsseln möchten, bietet Ihnen Windows XP Professional ein verschlüsseltes Dateisystem, das für die reibungslose Integration von verdammt nicht geschafft. Eingabehilfen. Windows Professional bietet Eingabehilfen, die die Arbeit am Computer erleichtern. Die Eingabehilfe Assistent hilft Ihnen dabei, Bildschirm, Tastatur und Maus an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Um die Sichtbarkeit der Bildschirmelemente zu verbessern, können Sie den Kontrast erhöhen, den Text vergrößern und den Mauszeiger so einstellen, dass er eine Spur auf dem Bildschirm hinterlässt. Das gab es aber schon bei Windows 3.11. Außerdem können Sie die Tastaturoption anpassen und Sounds durch visuelle Warnungen ersetzen. Ja, die Spielerei mit dem Desktop und alles. Och Mann, jetzt seid aber schnell. Das fand ich bei XP einerseits richtig schön. Also, ihr konntet den ganzen Desktop, boah, konntet ihr so, ja, nicht zoomeln, aber so umgestalten, ne? Bildschirm, Icons, alles. Schriftarten. Das hat richtig Spaß gemacht. Deswegen habe ich Windows XP an sich in der Hinsicht geliebt. Diese Spielereien braucht man nicht. Verständlich. Aber sie waren da. Wenn sie sie brauchen. Die Hilfe. Ah, ich glaube, ihr werdet doch vorspulen. Weil mein Gelaber vielleicht einfach zu einschläfend ist. Lalala, wäre ich ein Vogel, würde ich jetzt eine Runde fliegen gehen. Bum, bum, bum. Nein, ich bin ein Mensch, ich gehe auf Klo. Hihi. Ah. Dum, dum. Was kann ich euch denn noch zeigen? Was gibt es denn in der anderen Zeitung? Ich habe die noch alle hier liegen. Soll ich schon mal gucken, ob ich was finde? Ich guck noch mal rein. Ich könnte ja dem Geblätter der Zeitung zuhören. Ich guck mal, was ich finde. Ah, ich lese euch einfach mal hier ein bisschen was vor. Na, hier geblieben. Böse Zeitung. So. Britannia rules the waves. Was haben wir denn da? Genie Machine. Im britischen Empire des 19. Jahrhunderts war die Welt noch in Ordnung. Amerika, ein junges Land, London, das Zentrum der Zivilisation und ein richtiger Gentleman hielt, selbst wenn er pleite war, etwas auf seinen Standesdünkel. Und selbstverständlich hielt er sich einen Diner, ein Diener, Entschuldigung. Der steif schreitende Gentleman, Pierce Fanshawe, der sogar einen Raketenabsturz perfekt gestylt übersteht, und sein knuddeliger kleiner Diener Mossop sind ein ideales Paar für ein Adventure eigener Art. Habe ich leider nie gespielt. Sieht interessant aus. Von eigener Art und im Zeitalter aufwendig gerenderter oder gefilmter Adventures besonders hervorzuheben sind an Genie Machine zuerst einmal die grafischen Finessen. Farbprächtig aquarellierte
Aquarellierte, handgemalte Hintergründe machen jede der zum Teil skurrilen oder exotischen Locations, es sind über 200, zur reinen Augenweide. Auch hier war der große Wanderer am Werk, aber nur am einzelnen 3D-Objekt wie Fanshawes Kutsche. Okay. So, wo bin ich denn? Hä? Moment, Faden verloren. Nee, die haben nur kein, die haben nur nicht wieder groß angefangen. Insgesamt schafft der grafische Gesamteindruck eine Atmosphäre, die stark an Disney-Filme erinnert. Kein Wunder, schließlich hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Walt Disney Hand an Genie Machine gelegt. Das verschmerzt man leicht, dass hin und wieder die Inventar- und Menüleiste dem zielgerichteten Mauseinsatz im Weg ist und sich die zweidimensionale, im Comic-Stil angelegte Figuren umständlich im, wo bin ich, Zickzack durchs Bild bewegen. Wenn das im Laufe des Spiels irgendwann zu lang dauert, reicht es aus, in der Steuerung die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen und schon sieht man Fanshawe im Laufschritt hat starken und Mossop förmlich durchs Bild kullern. Wahre Höhepunkte des Spiels sind die manchmal etwas langen, aber immer zauberhaften, grandiosen Videosequenzen, die fast schon kinowürdig sind. Sie entschädigen auch für die 2 bis 3 Sekunden Wartezeit vor schwarzen Bildschirm. Wenn die Schauplätze gewechselt werden, die gerade bei einem technischen, nicht allzu anspruchsvollen Adventure-Game heutzutage eigentlich nicht mehr verstreichen sollten. So, zum Ausgleich sind nicht nur die Zwischensequenzen auf dem aktuellen Stand der Technik, auch die Grafik im Spiel selbst bietet hochauflösende SVGA-Darstellungen, die auch auf den immer weiter verbreiteten großen Bildschirmen nicht in Verlegenheit kommen. Von erfolgreichen Züchtern empfohlen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was haben wir da? 9 Minuten. Meine Güte, es gibt noch einen Take 3. Der hat noch nicht umgesprungen. Hat er umgesprungen? Das wird wieder abgehakt. Sowas mag ich nicht. Auf einer Insel irgendwo in der Südsee macht der verrückte Dr. Disney teuflische Experimente. Aus zwei Kreaturen mixt die Genmaschine eine, die alle bösen Eigenschaften der Ursprungswesen in sich vereinigt. Mit der so entstehenden Mutantenarmee will Dr. Disney die Weltherrschaft an sich reißen. Das wollte Brain auch und der Binky. Doch ein gegenwärtiger Mensch im Katzenpelz kann ihn entfliehen, überquert den Ozean und überzeugt den Gentleman Piers Fanshawe davon, dass kein anderer als er die Menschheit retten kann. Na komm, such mal ran hier. Okay. So, was steht da noch? Ein bisschen was steht noch. Da steht noch was. Ich kann noch was vorlesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann der hier einen Schnittpunkt setzt. Oder wenn die Karte voll ist, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil ich filme jetzt schon eine Stunde und der ist immer noch nicht fertig. Weiterlesen. Das Dumme ist nur, dass Fanshawe gerade erst von einer anderen Reise zurückgekehrt und restlos pleite ist, bis auf ein paar Pennies, die gerade noch für die Tageszeitung reichen. Zuerst also geht es in Genie Machine darum, Geld aufzutreiben oder auf andere Weise an ein Schiff zu kommen, mit dem er in See stechen kann. Dabei nützt Pierce seine guten Kontakte zur Queen Victoria und seine Mitgliedschaft im Club der Hochwohlgeborenen. Aber mit dem Abgründen der Londoner Gesellschaft muss er sich trotzdem nasenrümpfend einlassen. Pierce übersteht diese zu. Pierce übersteht diese Zumutungen mit hintergründigem, manchmal zynischem, nicht immer ganz jugendfreiem Humor, der die Dialogszenen gehörig würzt, echt britisch eben. Nee. Moment. Diese Multiple-Choice-Dialoge sind ein echtes Schmankerl. Endlich einmal eine deutsche Fassung, die wirklich gut synchronisiert ist und der es gelingt, die feinen englischen Unterschiede zwischen London und Butler ins Deutsche zu übertragen. Es lohnt sich daher fast immer, alle Variationen durchspielen, zumal,
Gene Machine gespickt ist mit Anspielungen auf zeitgenössische Personen, Mythen und Ereignissen des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Jack the Ripper und natürlich Charles Darwin, H.G. Wells Zukunftsromane und vor allem Jules Vernes fantastische Epen Reise zum Mond, 20.000 Meilen unter dem Meer und in 80 Tagen um die Welt dienten offenkundig ebenfalls als Ideensteinbruch. Entsprechend vielfältig sind denn auch die Abenteuer. Mit einer umgebauten Dampflokomotive geht's zum Mond, von dem aus Feng Shave die Insel in der Südsee ausfindig macht. Von ominösen Captain Nematode erinnert sich noch jemand an die widerlichen Fadenwürmer in Rollenmöpsen, die vor einigen Jahren für einen Lebensmittelskandal sorgen. Das waren Nematoden. Erhält er sicheres Gelingen durch gefälschte Riffs, entdeckt nebenbei das sagenhafte Atlantis. Außerdem muss er sich mit zivilisierten Wilden herumschlagen und dem Nordpol einen Besuch abstatten, um schließlich mit einem pedalbetriebenen Zeppelin wieder nach Hause zu kommen. Immer noch nicht. Nachdem er das wahre Wesen des Dr. Disney enthüllt und die Gimmaschine zerstört hat, mehr sei nicht verraten. Aber vermutlich würde Disneys wahres Ich den berühmten Trickfilm-Mogul, der für das leicht fremdeten Namen Pate stand, kaum gefallen. Die Rätsel, die es auf diesem abenteuerlichen Reise zu lösen gilt, sind durchweg logisch, wenn auch keineswegs simpel. Daher muss auch ein Spieler, der kein gewiefter Adventure-Fig ist, nicht aus Verzweiflung in die Tastatur beißen. Gene Machine ist was für Leute, die das Ende des Spiels erleben und dabei Spaß haben wollen, aber Vorsicht, wer einmal angefangen hat, kann so schnell nicht wieder aufhören. Das ist Gene Machine. Inhalt Adventure, Hersteller Victokai, Vertrieb Bomiko Kelsterbach, Preis 99,95 €. Ja, es war nicht billig. System für ein 486er mit 66 MHz, 8 MB Speicher, 15 MB Festplattenspeicher, VESA Grafikkarte, MS-DOS ab Version 5.0 oder Windows 95. Das zeige ich euch auch noch. Originalskizzen des Disney-Künstlers Alastair Graham. Ja, das war ein Spiel von vielen. Ich kenne es leider nicht. Guck mal, vielleicht kann ich das dann irgendwo auftreiben. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Klingt noch besser, wenn hier mal die Maschine fertig wird. Ne? Also an alle diejenigen, die schon den Pentium 586er gesehen habe, wie ich den fit gemacht habe. Ganz ehrlich, das hat mir mehr Spaß gemacht. Einerseits, weil es alte Technik ist, weil sie einfach war, weil sie keine so eine Spielereien hatte wie hier und weil es natürlich schneller ging. Ihr seht, die Installation